von Leuten, aber das ist sicher auch ein bisschen der Zeit geschuldet mit Ferien und Brückentag und so weiter. Und ich muss ja leider auch diesen Zug um 20:35 bekommen, deshalb will ich auch nicht zu lange reden. Ich mache es komprimiert und dann kann man eher noch in die Diskussion gehen und auch Rückfragen stellen. Ich finde, der David hat sich gut, sehr gut vorgestellt. Dafür ist ja auch die erste Kandidatur, die du machst. Gell? Also finde ich sehr gut. Und er ist ja auch gleich ins Thema des Abends eingestiegen. Das ist die Friedenspolitik, mit der die Linke sich ja eigentlich beschäftigt. Und sie ist ja auch 2005 angetreten, als Antikriegspartei in den Bundestag einzuziehen, mit ganz konsequent antimilitaristischen Positionen und auch dem Anspruch zu zeigen, dass wir international eine andere Politik entwickeln können und es auch notwendig ist. Und leider muss man ja auch sagen, wenn man sich die Entwicklung anschaut, also zu meiner Person vielleicht noch, ich bin entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke und ich leite auch den Unterausschuss für die Vereinten Nationen. Und im Rahmen dessen bin ich natürlich auch in vielen Ländern unterwegs und wir haben auch die Auseinandersetzung im Bundestag, dass man eigentlich davon sprechen muss, die Zeit der Friedensdividende, von der wir ja immer noch gesprochen haben, dem Ende der Ost-West-West-Ost-Block-Konfrontationen, dass wir in die Zeit der Abrüstung kommen und der Vertrauensbildung, ja, eine Chance für die Welt, die Hochrüstung, atomare Hochrüstung, wirklich ja ein Pulverfass, auf dem wir saßen, aber leider auch immer noch sitzen. Diese Zeit der Friedensdividende, die ist eigentlich vorbei. Die Friedensdividende hat sich auch so nie verwirklicht, weil wir nach dem Ende der Auflösung zumindest eines Blocks des Warschauer Pakts in unseren Augen eben nicht erlebt haben, dass das zweite Militärbündnis, die NATO, sich auch aufgelöst hat, was eigentlich zwingend notwendig gewesen wäre, sondern im Gegenteil sich massiv ausgeweitet hat und jetzt ja eine massive Hochrüstung propagiert. Es besteht wirklich die Gefahr einer neuen Aufrüstungspolitik von konventioneller und atomarer Aufrüstung. Und insofern ist dieses Thema für uns auch eines der zentralen Themen, die wir im Wahlkampf natürlich in der Öffentlichkeit diskutieren wollen. Wir hatten letzte Woche unseren Bundesparteitag, wo wir das Wahlprogramm beschlossen haben. Und da haben wir ganz wichtige Elemente ja festgehalten, die nach wie vor die Auflösung der NATO vorsieht und den Aufbau eines europäischen kollektiven Sicherheitssystems unter Einschluss Russlands. Und dazu möchte ich jetzt auch ein paar Informationen, ein bisschen das ausführen, was wir uns darunter vorstellen und wie auch der Ist-Zustand sich derzeit darstellt. Wir erleben in den Medien eine enorme antirussische Propaganda. Also es gibt eigentlich mittlerweile fast kein Themenfeld mehr, in dem nicht irgendwie Russland bzw. Putin zur Verantwortung gezogen bzw. verantwortlich gemacht wird. Das geht ja bis zum Sport. Also sowohl was Doping angeht, das ist der Hort, Doping ist nur in Russland zu finden, fast ausschließlich. Aber das geht natürlich über Hackerattacken, Hackerangriffe, hybride Kriegsführung, wie das so schön heißt, Cyber War, über Beeinflussung von Wahlen. Also Putin ist auch für Trump verantwortlich, haben wir jetzt gelernt. Ja. Er war derjenige, der Trump ins Amt gehievt hat. Ich habe dann gesagt, naja, die Linke werden ja so gute Beziehungen zu Putin nachgesagt, da brauchen wir ja gar keine Bedenken haben für die Bundestagswahl im Herbst. Kann gut sein, dass wir da auf 50% plus X gehackt werden, wenn es so weitergeht. Ja, also und natürlich die ganze Frage der internationalen geostrategischen Auseinandersetzungen, in denen die NATO vor allem Russland für ihr aggressives Verhalten brandmarkt, Sanktionen verhängt hat. Die Sanktionen in den USA wurden ja jetzt erst nochmal aktuell gegen Russland verlängert. Und in dieser Situation befinden wir uns. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, kann man natürlich sehen, dass das so einseitig, wie es in den Medien vor allem dargestellt wird und natürlich auch von der
Bundesregierung, die ja diese Außenpolitik formuliert für Deutschland und auch maßgeblich in Europa, dass es einfach so auch nicht den Tatsachen entspricht. Da ist sehr viel Propaganda und natürlich sehr viel auch geostrategisches Kalkül im Spiel. Erstmal muss man ja sagen, die NATO hat jetzt beim letzten NATO-Gipfel in Brüssel ihre 29. Mitglied aufgenommen, nämlich Montenegro. Ein kleines Land, aber damit ist auch die Adria praktisch und deshalb kann man sagen, das gesamte Mittelmeer NATO kontrolliert. Russland hat jetzt noch genau einen Stützpunkt, militärischen Stützpunkt, nämlich in Syrien. Und da sehen wir auch schon, dass natürlich auch die Frage darüber, wer Syrien regiert und kontrolliert, nicht eine unabhängig ist von mittlerweile den großen Interessen einerseits Russland, andererseits die NATO und allen voran die USA. Wir haben also eine massive NATO-Osterweiterung, sowohl also Osterweiterung einmal in Ausdehnung gegen Russland, kann man sagen. Also die NATO-Truppen sind mittlerweile bis an die Westgrenze Russlands vorgerückt und auch gerade deutsche Truppen sind an der Westgrenze Russlands, was ich angesichts unserer Geschichte schon mal als absoluten Skandal sehe. Zu sagen, dass wir heute so weit vorgedrungen sind im Rahmen der NATO, finde ich, entspricht eigentlich nicht der Verantwortung, die wir unserer eigenen Geschichte gegenüber haben. Und aber auch die Südflanke, also was das Mittelmeer angeht, wir haben ja mittlerweile NATO-Schiffe, die zum Beispiel der Ägäis zwischen der türkisch-griechischen Grenze kreuzen und die NATO unterstützt auch Ausbildungsmissionen in Libyen und arbeitet sehr eng mit der Frontex Grenzschutzagentur zusammen. Also auch da gibt es eine sehr enge Kooperation, denn letztes Jahr wurde ja auf dem NATO-Gipfel in Warschau ein Kooperationsvertrag offiziell zwischen der EU und der NATO unterschrieben und da sind eben viele dieser Elemente genau enthalten. Man kann also wahrlich nicht sagen, dass die NATO ein reines Verteidigungsbündnis wäre, sondern sie hat sich ausgedehnt, massiv ausgedehnt. Wir wissen das, mittlerweile sind ja auch weitere Staaten, also Ukraine zum Beispiel hat der NATO beschlossen, hat also ein großes Interesse beizutreten. Georgien hat ein großes Interesse beizutreten. Moldawien, da gibt es Streitigkeiten, aber das sind alles auch weitere Anwärter, die im Grunde in der Nachbarregion Russlands direkt angrenzend zukünftig eventuell Mitglieder der NATO sind. Und wenn man wirklich sagt, man respektiert die gegenseitigen Sicherheitsinteressen, dann kann man so natürlich nicht vorgehen. Und es war ja auch in den 90er Jahren im Rahmen der Wiedervereinigung Deutschlands gab es ja auch diese Zusagen, möchte ich nur noch mal daran erinnern, an Gorbatschow von James Baker und anderen, die ganz klar gesagt haben, es wird keine NATO-Ausdehnung geben und es wird auch im Ostteil Deutschlands ja, dann keine eigene NATO-Infrastruktur geben. Auch das ist mit dem Truppenumschlagsplatz Leipzig, ja, einem Drehkreuz auch für NATO-Truppen, mittlerweile auch obsolet. Ja, also wir haben hier eine Infrastruktur in Deutschland, in Europa, die diese aggressive Ausdehnungspolitik und damit zusammenhängt auch massive Manöver zum Beispiel und Truppenverlegungen unterstützt. Also wir haben letztes Jahr unter dem Stichwort Anaconda das größte NATO-Manöver seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Osteuropa gesehen. Wir haben, das habt ihr vielleicht mitbekommen, unter dem Stichwort Atlantic Resolve die größte Truppenverlegung von US-Truppen über Deutschland, also Brandenburg, im letzten Jahr erlebt. Und wir haben ständig jetzt auch weitere Einsatzgruppen, die nach Osten unter ständiger Präsenz oder Rotation, je nachdem, wo sie aufgestellt werden, dann zu verzeichnen. Dazu kommt ja das sogenannte Raketenabwehrschild der NATO, ursprünglich aufgestellt, entwickelt, um die mögliche atomaren Angriffe aus dem Iran abzuwehren. Nachdem es da jetzt ja mittlerweile ein Nuklearabkommen gibt mit dem Iran, ist aber dieser Raketenschild nicht freigelassen worden. Nein, der wird trotzdem aufgebaut in Polen und Rumänien. Und es ist völlig klar mittlerweile,
dieser Raketenschild auf die russische Zweitschlagfähigkeit, nukleare Zweitschlagfähigkeit abzielt. Das heißt, bei einem atomaren Erstschlag soll ein atomarer Rückschlag durch diesen Raketenschild verhindert werden. Und da geht es eigentlich um den Kern, nämlich das Gleichgewicht der Kräfte, das, wie sich ja NATO und Russland auch im Rahmen der Abrüstungsinitiativen und der NATO-Russland-Akte geeinigt haben, dass Russland nicht als Gegner der NATO eingestuft wird, sondern dass man vertrauensbildend eigentlich an Abrüstungsinitiativen arbeitet. Und dass diese Zusammenarbeit und diese Vertrauensbildung ist wirklich aufgekündigt worden. Und also wir machen da auch eindeutig die NATO-Politik dafür verantwortlich. Und insofern möchte ich vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen zur Initiativen, die es gab. Es gab nämlich 2010 schon mal den Vorschlag von Medvedev, als er Präsident Russlands war, eine europäische Sicherheitsarchitektur aufzubauen. Also die Blockkonfrontation, die noch durch die NATO aufrechterhalten wurde, eindeutig zu überwinden und an einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur zu arbeiten. Das wurde aber damals von den NATO-Staaten ganz klar abgelehnt, auch federführend natürlich von den USA, die daran kein Interesse hatten und die mittlerweile eigentlich vor allem auch in einer engen Zusammenarbeit der Bundesregierung innerhalb der NATO dazu beigetragen haben, dass immer mehr Aufgaben auch von Deutschland übernommen wird. Also Deutschland kämpft, wie gesagt, mittlerweile an vorderster Front, kann man sagen. Was haben Sie für Litauen? Da sind die Deutschen verantwortlich. In Estland, Lettland und in Polen. Also das ist die Situation der militärischen Stärke der NATO in Europa. Dazu kommt ja eine massive Aufrüstungspolitik. Derzeit liegen die Militärausgaben aller NATO-Staaten zusammen bei knapp 900 Milliarden Euro. Demgegenüber haben wir russische Militärausgaben von ca. 64 Milliarden Euro und auch das zeigt das Verhältnis der militärischen Stärke, weil ja Russland vorgeworfen wird, sie würden aufrüsten. Russland rüstet auf, das stimmt, auch die erhöhen ihren Wehretat, Militäretat. Aber im Verhältnis zu den NATO-Staaten ist es ja natürlich immer noch rudimentär. Das Verhältnis ist ungefähr bei 1 zu 15. Und wir erleben hier in Deutschland auch eine auf Politik der Aufrüstung. Einerseits hat dieses Kabinett in diesem Jahr den größten Rüstungshaushalt seit Ende des Zweiten Weltkriegs beschlossen, 37 Milliarden, der in den nächsten Jahren schon auf über 42 Milliarden aufgerüstet werden soll. Und dazu kommt eben, und das haben Sie ja oder habt ihr ja sicher auch mitverfolgt, sogenannte 2%-Ziel der NATO. 2% des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben zur Verfügung gestellt werden soll. Da wäre dann die Bundesrepublik von den derzeit 37 Milliarden bis 2024 oder 2030 in dem Fall mit eingerechnetem Wirtschaftswachstum bei bis zu 70 Milliarden Euro jährlich für Militär. Das muss man sich mal vorstellen, in was für Dimensionen wir da vorbringen. Und deshalb hat die Linke ganz klar gesagt, wir wollen diese Aufrüstungspolitik nicht mitmachen. Wir wollen einen Abrüstungswahlkampf führen und wir wollen das in die öffentliche Diskussion bringen, was auch diese Aufrüstung alles nach sich zieht. Einmal eine enorme Militarisierung der Strukturen, sowohl hier in Deutschland, aber auch in Europa. Eine gefährliche Konfrontation mit Russland und natürlich auch eine nach wie vor Prioritätensetzung für Militär, was gleichzeitig auch heißt, dass sich im zivilen und sozialen Bereich eben nicht so viel investieren kann, wie ich mir das vorstelle, weil die Gelder ja im Militärischen gebunden sind. Dazu kommen ja auch viele Rüstungsvorhaben, die alle schon geplant sind. Also auch die Bundesregierung will sich jetzt waffenfähige Drohnen beschaffen, Kampfdrohnen.
Sie haben ja Militärtransporter, Airbus und Eurofighter und viele andere Projekte, die auch nochmal über 100 Milliarden Euro an direkten Rüstungsvorhaben bedeuten. Und insofern halten wir diese Politik für katastrophal und wir sehen das ja auch in den internationalen Beziehungen. Also die Bundeswehr ist jetzt in 17 Auslandseinsätzen weltweit. Wir haben seit 15 Jahren den sogenannten Krieg gegen den Terror und die Welt ist wahrlich nicht sicherer geworden. Nicht sicherer geworden. 15 Jahre Afghanistan. Afghanistan ist eine Katastrophe. Ja, zu Hunderttausenden machen sich die Menschen auf. Viele junge Leute, die fliehen aus Afghanistan. Wir haben ja die Bombenanschläge nicht in Kabul, aber auch die deutsche Botschaft erlebt. Also Afghanistan ist überhaupt nicht sicherer geworden. Wir haben mittlerweile eine Ausweitung des sogenannten Islamischen Staates und islamistischer Terrorgruppen, nicht nur in Syrien, auch im Irak, in Libyen. Also der ganze mittlere Nahe Osten ist wirklich destabilisiert durch diese Interventionspolitik und insofern halten wir es für eine Katastrophe zu sagen, wir brauchen jetzt noch mehr Militär, noch mehr Auslandseinsätze und noch mehr Rüstung. Dazu kommen auch die Rüstungsexporte, die auch nochmal angestiegen sind. Also vor kurzem wurde ja der Rüstungsexportbericht für 2016 rückwirkend vorgestellt. Auch da sind die Rüstungsexporte auch nochmal gestiegen und wir haben jetzt schon in 2017, ja, die ersten Hälfte von 2017, über 1 Milliarde mehr an genehmigten Waffenausfuhren im Vergleich zu 2015 in dem Fall. Also auch hier sehen wir eine wachsende Entwicklung an Rüstungsausgaben. Dazu kommen hier wirklich fatale Projekte, betrifft ja auch hier Regionen wie Rheinmetall zum Beispiel. Rheinmetall, die mittlerweile die Lizenz haben, in der Türkei eine Panzerfabrik aufzubauen mit türkischen Partnerunternehmen, was ja wirklich eine katastrophale Entscheidung ist, weil damit auch wiederum die ganze Region beliefert werden kann. Also sowohl die Türkei kann die Panzer einsetzen in ihrem Krieg gegen die Kurden, aber genauso auch exportieren an die Golfstaaten, die wiederum in anderen Kriegen involviert sind. Also eine katastrophale Entwicklung. Zur NATO-Infrastruktur will ich noch sagen, und jetzt komme ich zu dem, was wir uns vorstellen, das möchte ich jetzt auch in ein paar Punkten skizzieren, was es hieße, wenn wir die NATO auflösen, beziehungsweise unsere erste Forderung ist ja, und das haben wir jetzt nochmal in Hannover so beschlossen, dass Deutschland aus den militärischen Strukturen der NATO austreten soll. Das hat ja Frankreich auch bereits gemacht, etliche Jahre. Und wir halten das insofern für einen sehr, sehr wichtigen Schritt, weil, wie ich es schon erwähnt habe, Deutschland eine immer wichtigere Rolle für militärisch gesehen für die NATO-Infrastruktur spielt und weil wir dadurch eben versuchen könnten, eine zivile Außenpolitik jenseits der militärischen Einbindung in die NATO zu entwickeln und gleichzeitig eben mit Russland und den anderen europäischen Staaten eine Sicherheitsinfrastruktur aufzubauen, die ähnlich des KSZE-Prozesses funktionieren könnte, wie wir ihn schon mal eben in den 70er, 80er Jahren erlebt haben und was ja dann jetzt auch zum Ende dann zur OSZE, Gründung der OSZE geführt hat und eigentlich eine Zeit lang auch sehr gut funktioniert hat. Austritt aus den militärischen Strukturen der NATO wäre umfangreich. Dazu gehört hier in Deutschland zum Beispiel natürlich in allererster Linie der Abzug der Atomwaffen aus Büchel, die ja eigentlich schon lange abgezogen werden sollen, aber mittlerweile in der Planung sind, modernisiert zu werden, was wir für eine katastrophale Entscheidung halten. Es gibt übrigens, möchte ich nur informieren, einen Bundestagsbeschluss aller Fraktionen von 2010, der einen Abzug dieser Atomwaffen aus Deutschland vorsieht. Aber er wurde nie umgesetzt von der Bundesregierung. Dazu kommt Aufkündigung der nuklearen Teilhabe, was ja mit der Stationierung der Atomwaffen zusammenhängt. Also die Bundeswehr
trainieren auch in regelmäßigen Abständen praktisch mit ihrer Luftwaffe den Einsatz von US-Atomwaffen. Dazu gehört vor allem auch die Schließung zahlreicher US-Militärbasen, unter anderem in Stuttgart, US-Afrika und US-EUCOM, 2 von 5 bzw. 6 weltweiten US-Kommandozentralen mit strategisch wichtiger Bedeutung. Da werden sowohl die Einsätze in Afrika als auch im Mittleren Nahen Osten koordiniert. Es werden die ganzen Manöver in Osteuropa zum Beispiel koordiniert. Und der Oberbefehlshaber von US-EUCOM ist auch gleichzeitig immer der Oberbefehlshaber der US-Truppen in Europa. Also eine ganz wichtige Zentrale. Von US-Afrikom aus und von der US-Airbase Ramstein werden die völkerrechtswidrigen Drohneneinsätze koordiniert. Mittlerweile gibt es ja da auch eine Bestätigung von Seiten der Obama-Administration an die Bundesregierung. Das verstößt auch gegen unser Grundgesetz, dass über die Relaisstation in Ramstein Drohneneinsätze in Afrika zum Beispiel koordiniert werden. Dazu gehören weitere Stützpunkte, die in Hessen ausgeweitet werden, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt, wo vor allem auch NSA-Spionageanlagen massiv ausgebaut werden, erweitert werden. Auch die müssten geräumt werden. Es betrifft auch die deutsch-französische Brigade hier, weil in Mülheim auch eine wichtige Brigade, die ja bei mehreren NATO-Einsätzen schon angefordert worden ist. Es betrifft die NATO-Pipeline, die quer durch Deutschland verläuft und wichtige strategische Energiezufuhr für die NATO-Infrastruktur bedeutet. Und es betrifft auch Ramstein insofern, weil dort die Raketenabschussbasen dieses NATO-Raketenschilds zukünftig kommandiert werden sollen. Also wir haben eine umfassende NATO-Infrastruktur hier in Deutschland. Das hieße, dass zahlreiche NATO-Einsätze ohne diese Infrastruktur in der Form gar nicht möglich wären. Und insofern würden wir das für ein sehr wirksames friedenspolitisches Mittel halten, wenn wir sagen, wir beteiligen uns nicht weiter an dieser NATO-Infrastruktur, auch nicht mehr an der NATO-Aufrüstung, und wir versuchen im politischen Gremium der NATO dafür zu sorgen, dass die NATO eine andere Ausrichtung bekommt, dass sie sich mittelfristig auflöst und dass wir zu einer Sicherheitsarchitektur in Europa kommen, die erstmal wieder anfängt, auf der Basis zum Beispiel der OSZE, vertrauensbildende Maßnahmen mit Russland, gegenseitige Konsultationen, Wiederaufnahme des NATO-Russland-Rats, der ja zurzeit überhaupt nicht tagt. Also gerade in Zeiten der Krise wäre es ja wichtig, dass wir ein Gremium haben, das auch funktioniert und wo es den Austausch nach wie vor gibt. Aber auch diese Treffen sind ausgesetzt und wir glauben, dass dadurch eine Friedensdividende, wie sie angedacht war in den 90er Jahren, durch die Auflösung der des Überbleibsels des Kalten Krieges, der NATO als einziges Militärbündnis, sehr gut zu erreichen wäre. Ich würde es jetzt vielleicht dabei mal belassen und dann haben wir jetzt noch genügend Zeit zu diskutieren. Generell auch gerne andere Konfliktregionen. Ich habe mich jetzt mal auf die NATO, Kern der NATO beschränkt und auf die Situation, die wir derzeit haben in Europa. Und damit wir noch genügend Zeit zur Diskussion haben, würde ich hier vielleicht erstmal enden. Und danke fürs Zuhören. Was noch ein Faktum ist, was ich erschreckend fand, ist, dass bei Drohneneinsätzen 98% aller Betroffenen sind Zivilisten. Sind nur 2% der Menschen der Einsatzziele sind tatsächlich sowas, sind Terroristen oder überhaupt das Einsatzziel. Das ist eine schreckliche Bilanz. Und das fördert einfach nur den Terrorismus. Ja, also zu den Drohnen kann man natürlich auch was dazu sagen. Wir erleben ja Drohnenangriffe in vielen Ländern. Wir haben es an der Afrika.
afghanisch-pakistanischen Grenze schon seit Jahren. Das sogenannte Hauptproblem ist natürlich, dass sie sehr umstritten sind, was das Völkerrecht angeht. Es gibt etliche Völkerrechtler, Norman Pate und viele andere, die sagen, ihr Einsatz ist völkerrechtswidrig, zumindest in den Ländern, mit denen die USA nicht im Krieg sind, ja, also zum Beispiel Jemen oder Somalia, Pakistan, wenn es auf pakistanischem Boden passiert, auch. Also hier werden im Grunde Todesurteile eigenmächtig vollstreckt. Ja, es wird dann gesagt, sind die und die Terroristen umgebracht worden, aber auch diese Leute haben einen Strafprozess, eigentlich Anspruch auf einen Strafprozess. Das heißt, es müsste theoretisch um polizeiliche Maßnahmen gehen, Terroristen festzusetzen, sie zu verurteilen, sie vor allem auch vielleicht für Informationen verhaften zu können und so weiter. Und hier passiert also wirklich, dass international ein Land sagt, die sind schuldig und die bringen wir jetzt um, ohne Rücksicht auf Verluste. Und wir selbst hatten ja schon im Bundestag Drohnenopfer, also Angehörige von Menschen, die durch Drohnen ermordet wurden, Zivilisten, in den Bundestag eingeladen, die aus dem Jemen, die uns eben berichtet haben, wie katastrophal das für ihre Region ist. Sie leben im Grunde täglich mit diesen Drohnen, täglich schwebt über ihnen am Himmel diese mögliche Tötung von und Angriffe, und es ist eigentlich eine permanente Kriegssituation, weil man nie weiß, wann diese Flugzeuge angreifen, man sieht sie ständig und es sind immer wieder viele tote Zivilisten auch zu beklagen. Also eigentlich eine unvorstellbare Situation, die es in vielen Regionen dieser Welt gibt, weil die USA entscheiden, sie wollen hier Leute regieren. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass sowohl die USA als auch ihre Bündnispartner in vielen Ländern der Erde auch terroristische Milizen und Gruppen aufbauen und finanzieren. Und das ist ja diese wirklich abstruse Politik. Wir wissen, dass die Taliban erst durch die CIA aufgerüstet trainiert wurden, damals im Gegensatz, um die Sowjetunion in Afghanistan zu bekämpfen. Und wir wissen es von zahlreichen terroristischen Milizen in Syrien zum Beispiel, die einerseits von Saudi-Arabien, andererseits von der Türkei, also NATO-Mitgliedsland Türkei oder enger Bündnispartner der USA, Saudi-Arabien, finanziert, ausgestattet und auch trainiert werden. Und das ist eben eine absolut, muss man sagen, perverse und menschenverachtende Politik, weil man sich hier einerseits Leute unter dem Begriff Kampf gegen Terrorismus tötet, angreift und in anderen Regionen aber gezielt sich solcher terroristischer Gruppen bedient, um einen Regime-Change zum Beispiel, sei es in Libyen, Syrien oder so, durchzuführen. Und diese Politik ist menschenverachtend, sie verstärkt eigentlich Krisen, Konflikte. Genau deswegen sind wir ja auch in dieser Situation, dass wir so viele Kriege wie nie haben seit Ende des Zweiten Weltkrieges, über 200 Krisen und Kriegsherde und mit steigender Zahl an auch Terrorakten hier im Westen, mittlerweile in den Metropolen unserer Länder, was wir vor ein paar Jahren uns in der Form auch nicht vorstellen konnten. Als Linke haben wir immer gewarnt, wir waren von Anbeginn an gegen diesen sogenannten Krieg gegen den Terror, weil wir gesagt haben, den Terror kann man nicht mit Krieg bekämpfen. Krieg bedeutet in vielen Ländern für die Menschen auch Terror und es wird die Spirale von Hass und Gewalt nicht durchbrechen. Es radikalisiert die Menschen. Und es zerstört auch Lebensgrundlagen und sich solchen Milizen anzuschließen, da gibt es sehr vielfältige Gründe. Auch der Grund Armut, Hass und so weiter. Aber jetzt sehe ich schon, hier gibt es Rückmeldungen, sehr schön. Jetzt haben wir noch mal ein paar Meldungen. Da waren wir in der Mitte. Also Obama hat sich ja auf dem Kirchentag gerechtfertigt, als er gefragt worden ist, wie das wäre, wenn man da solche Drohnenangriffe befehligt, dass er gesagt hat, das wäre also noch eine Art anzugreifen mit möglichst geringen Kollateralschäden. Die Alternative wären halt Cruise Missiles, also Marschflugkörper oder Bombardements. Und
das würden die Amerikaner machen, irgendwie, weil sie eben möglichst wenig Schaden anrichten. Das ist natürlich schon relativ zynisch, aber das war ein Statement auf dem evangelischen Kirchentag vor, weiß ich nicht, wie viele Leute. 70.000 Und daneben saß die Bundeskanzlerin, ja. Und die fand das dann auch irgendwie akzeptabel. Ja. Ich sage, wir sammeln mal ein bisschen. Da war daneben noch eine Meldung und dann hier vorne. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Punkte, die ich mal sagen. Einmal, Sie hatten ja vorhin erwähnt, zuerst mit dem Obama, am dritten Tag. Da war ich war dort und habe das auch mitbekommen und es war wirklich unglaublich. Es war sowieso Friede, Freude, Eierkuchen zwischen Obama und Merkel. Es war die größte Merkel-Wahlkampf-Unterstützung, die mit unseren Steuergeldern noch, weil wir jetzt nämlich sicherheitsmäßig und so da alles abgesichert haben, organisiert wurde. Und da muss ich also auch der Kirchentag schon fragen lassen, wie instrumentell er damit umgeht. Das war unglaublich, ja. Und Obama hat dann gesagt, ja, mit den Drohnen gäbe es so ab und zu ein paar technische Probleme und da könnten auch ein paar Bomben falsch landen, ja, und da gibt es halt dann die Kollateralschäden, aber im Prinzip ist alles voll. Was wirklich ein Unding ist, die Merkel hat das nicht kommentiert und wenn ich mir überlege, wie stark auch noch vor, als beim letzten Obama-Besuch in Berlin, ging es ja darum, dass die NSA unter Obama die Merkel persönlich sogar abgehört hat. Davon war jetzt gar keine Rede mehr. Also man sieht mal, wie sich hier das verschiebt und wäre nochmal ein Kapitel für sich. Aber da gebe ich Ihnen recht, es war also unglaublich, dass Obama das mehr oder weniger unwidersprochen hier von sich geben konnte. Ich gehe jetzt mal ein bisschen chronologisch durch. Sie haben dann gesagt, Wettbewerb um die Stimmen und die SPD und hier sind eigentlich die richtigen sozusagen soziale Marktwirtschaft, sozialdemokratische Nachfolger. Das sind natürlich jetzt die Linken auch nicht so gern, weil die sehen sich halt nicht als sozialdemokratische Partei, sondern die wollen natürlich eine linke, antikapitalsozialistische Politik. Aber ich sage jetzt ja, argumentiere jetzt nur mal, wo sie recht haben, ist, dass Sarah Wagenknecht in etlichen ihrer Bücher ja genau die klassische SPD-Politik, vor allem unter Willy Brandt, ja, aber auch andere SPD-Programme, in denen sie ja auch übrigens nicht unbedingt für die NATO waren, und ganz klar sich darauf beruft und sagt, wir wollen eigentlich dieses Erbe auch Willy Brandts, ja. Krieg ist nicht die Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Dieses Erbe halten wir im Moment hoch, was eigentlich ein Trauerspiel ist. Die SPD müsste es machen, aber am Anfang dachte man noch, Martin Schulz, da kommt vielleicht mehr, aber mittlerweile kann man wirklich sagen, hat der Martin Schulz das Ganze eigentlich noch schlimmer gemacht. Und das Programm, das aktuelle, enthält ja noch weniger Soziales und Umverteilungselemente als selbst unter Peer Steinbrück, ja, sind schon überwiesen. Ja, also das ist wirklich ein Trauerspiel und insofern gebe ich Ihnen da voll recht, müssen wir das offensiver spielen. Die Sarah macht das auch, also die Sarah nimmt das öffentlich in Anspruch und es, da kann ich nur sagen, müssen Sie sich einfach auch, wir haben da teilweise leider auch einen Kampf in der Linken. Das wird von manchen Teilen anders gesehen, ja. Und auch die ganze Frage dessen, sollen wir jetzt moderater oder radikaler werden, auch was die Auslandseinsätze und so weiter angeht, finde ich eigentlich eine absolute Phantomdiskussion. Es war, finde ich auch wirklich Blödsinn, weil wir sehen nach wie vor, 70-80% der Bevölkerung sind gegen die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die Leute wollen das nicht. Ja, und die wollen auch nicht die Aufrüstung. Und noch mehr sind gegen die Rüstungsexporte. Also wäre es doch Wahnsinn, wenn gerade bei diesen Themen die Linke jetzt sagt, naja, wir müssen da jetzt mal moderater werden und irgendwie da unsere Forderungen und so weiter. Also es gibt da nach wie vor in der Bevölkerung ein sehr, sehr, finde ich, gutes Antikriegsbewusstsein. Ja, und das ist ein hohes Gut. Sowas muss man auch bewahren und versuchen, das auch aufzugreifen, und da gebe ich Ihnen recht, da brauchen wir ganz klare Aussagen, da hoffe ich auch mal, dass aus der Berliner Parteizentrale da ein paar gute Sachen kommen. Also Vorschläge haben wir genügend gemacht, was die da dann davon umsetzen, müssen wir sehen. Aber da haben Sie in vielen Punkten recht, die Sarah versucht ja auch die SPD herauszufordern mit ihren
Programm, die Sie selbst ja alle schon mal formuliert haben. Jetzt zum kollektiven Sicherheitssystem. Also in allererster Linie geht es natürlich darum, dass wir überhaupt wieder, also mal, das ist das Ziel, ja, aber dass wir zum Beispiel die OSZE erneuern. Ja, und in der OSZE ist übrigens die USA und Kanada sind da ja auch Mitglied. Also deswegen nur die Frage, ob man hier jetzt gegen die USA vorgeht, eigentlich nicht. Also die Idee ist ja schon, dass man im Rahmen der OSZE wieder anfängt, wie man es im KSZE-Prozess hatte, vertrauensbildende Maßnahmen. Das heißt, gegenseitige Truppenbesuche, gegenseitige Inspektionen der Rüstungsarsenale, also gegenseitige Offenlegung im konventionellen, im atomaren Bereich. Ganz klassisch vertrauensbildende Maßnahmen. Dafür brauche ich eine, das Interessante an der KSZE war ja, dass es eine ständige Konferenz war, eine ständige Einrichtung, in der auch bei Krisen und Schwierigkeiten sofort ein Mechanismus gegriffen hat, der dann vermittelt hat und der dazu führte, dass man auch Situationen entschärfen kann. Das haben wir heute in der Form nicht, das müssen Sie sich vorstellen, also der NATO-Russland-Rat, der ja mal, dafür mal eingerichtet wurde, aber eigentlich mit dem Ziel, mittelfristig zu sagen, Russland wird geschwächt, es bleibt vielleicht eine Regionalmacht und wenn wir dann irgendwann eine Regierung haben, die sogar noch pro USA ist, dann wird Russland vielleicht noch mehr zerschlagen und löst sich irgendwie auf. Also es ging leider bei der NATO sehr schnell um Dominanz und nicht um gegenseitige Akzeptanz. Und das ist das Grundproblem. Und deswegen brauchen wir in dem kollektiven Sicherheitssystem natürlich die Ausrichtung der gegenseitigen Akzeptanz und der Vertrauensbildung. Also ich habe hier eine, wo war denn die Zahl? Was derzeit passiert ist ja, wir haben ja auch regelmäßige Überflüge, gerade in den baltischen Regionen, also auch die deutsche Luftwaffe ist da ja, macht da ja Patrouille und so weiter. Jetzt muss ich mal schauen, wo stand denn das? Das habe ich mir irgendwo notiert. Wie viele, also ich glaube es gibt über 200 oder so registrierten Zwischenfälle mittlerweile, wo ganz knapp praktisch russische und NATO-Flugzeuge kollidieren können, hätten können. Also es ist ein Spiel mit dem Feuer, das sich im Baltikum und im Grunde in Osteuropa abspielt. Und deswegen wäre es überfällig, dass wir ein System haben der Vertrauensbildung, der vorherigen Ankündigung, der Koordinierung und so weiter, um auf dieser Basis zu sagen, wir rüsten wieder ab, wir ziehen Truppen ab. Gleichzeitig erwarten wir aber auch, dass Russland Transparenz darstellt, wie viele Truppen haben sie in der Ostukraine, legal, illegal, wie auch immer. Also ich kann ja anfangen, da zu verhandeln. Aber was derzeit stattfindet, ist eben, dass die NATO-Staaten diktieren, mehr oder weniger, dass die NATO-Staaten Russland vorwerfen, Völkerrecht zu brechen mit der Krim, was wir übrigens so auch gesehen haben mit Abschwächung, weil es gab ein Referendum und so weiter, aber es hätte auf alle Fälle mit der ukrainischen Regierung eine Abspaltung besprochen werden müssen. Und ich kann nur mit Aushandlung der ukrainischen Regierung so eine Grenzverschiebung machen. Der legalen Regierung in der Ukraine. Ja, und da fängt das Problem an. Es war aber eine weggeputschte, also, ja, und deswegen wird hin und her geschoben, der schwarze Peter. Aber wir haben ganz andere Grenzverschiebungen in Europa, wo es nie, zum Beispiel Kosovo, bis heute nicht anerkannt von der UN und vielen anderen europäischen Staaten. US-Basis. Größte US-Basis dort. Da ist nie was passiert. Es gab keine Sanktionen, nichts. Es gab keine Sanktionen, nachdem die USA in den Irak einmarschiert sind, nichts. Also diese Doppelstandards, die sind ein riesengroßes Problem. Und da wollten wir Da habe ich in der Frankfurter Allgemeine vor etwa zwei Jahren von einem Völkerrechtler und der weist nach, es war keine Annexion, sondern innerstaatliche Angelegenheit, die es bei Kosovo, die NATO auch gemacht hat. Und es wird dann einfach dazu benutzt, die Propaganda gegen Russland. Ja, also das ist die andere Version, da wollte ich auch was dazu sagen. Es gibt auch die völkerrechtliche Perspektive, genau zu sagen, es war eine Sezession, ja,
aktiv von Seiten der Krimper. Man muss sagen, die von der Bevölkerung und allem gab es da absolute Mehrheit. Ja? Und die Krim hat auch schon zu Russland gehört und so weiter. Also insofern ist da viel Propaganda im Spiel. Ich würde trotzdem sagen, man kann diesen Konflikt kann man lösen, wenn man Interesse hat. Und die NATO hat natürlich ein Interesse, ihn zu instrumentalisieren. Und dasselbe ist mit der Ukraine. Man muss sich das mal vorstellen, die Ukraine. Wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht, dass es dort einen blutigen Bürgerkrieg gibt, wo schon über 50.000, 60.000 Leute oder noch mehr getötet wurden und 1,5 Millionen auf der Flucht sind. Das ist doch ein Wahnsinn, mitten in Europa. Ja? Und hier gab es halt auch das Interesse Russlands natürlich in der Wirtschaftsordnung Russlands, die Ukraine zu haben und eine sehr aggressive Vorgehensweise der EU, unbedingt die Ukraine in ein Assoziierungsabkommen mit militärischen Komponenten zu bekommen. Ja, und das ist halt, und anstatt zu sagen, ich habe die Ukraine als Brückenkopf, um genau zwischen Ost-West vermitteln zu können, weil dort die Bevölkerung auch so sehr gespalten ist. Und ich habe beide Anteile. Hat man eigentlich das Schlimmste gemacht, was man machen konnte, dass das Land zerrissen ist und dass die Leute sich gegenseitig umbringen. Und das finde ich wirklich, das ist für mich eine verbrecherische Politik, weil ich in Kauf nehme, Krieg in Kauf nehme, um geostrategische Interessen durchzusetzen. Und da müssen aber alle Verantwortlichkeiten auf den Tisch, alle. Da gibt es auch eine Verantwortung von Russland, das ist klar. Und da bin ich aber der Meinung, man könnte es über Systeme der Transparenz und der gegenseitigen Konsultationen, aber diesen Mechanismus brauche ich, versuchen zu lösen, dass die Leute an den Tisch kommen. Es gab ja dann die Verhandlungen mit Merkel und Hollande und so, aber die haben da was gemacht, der Steinmeier, der reist da an und will vermitteln, am nächsten Morgen war sein Papier, was sie da ausgehandelt haben, nicht mehr das Papier wert, was sie da ausgehandelt haben, und es wurde geputscht und die Regierung war weg und ab da hat alles seine Eigendynamik gehabt. Ja, aber dazu muss man sagen, mit einem großen langen Vorlauf, ich kann das jetzt gar nicht alles ausführen, aber die US-Amerikaner haben ja selber gesagt, sie haben 5 Milliarden in den letzten 15 Jahren in die ukrainische Zivilgesellschaft investiert, NGOs aufgebaut und so weiter, damit da ein Klima entsteht, die eben die Ukraine wegbringt von einer Nähe zu Russland. Also hier wird natürlich auf allen Ebenen agitiert. Die russische Regierung, und da bin ich dann auch nachher gleich bei Ihrer Frage, sagt sich natürlich mittlerweile auch, wir finanzieren Gruppen, die russlandfreundlich sind, in Anführungszeichen, ja, sozusagen. Aber die lange Strategie, die gibt es aus dem Westen schon viel, viel länger als aus Russland. Das muss man auch mal sagen. Das haben wir in so vielen Ländern erlebt, dass NGOs finanziert werden. Das gibt es in Bosnien so, also egal wo USA weltweit zum Beispiel direkt State Department regiert durch, finanziert Gruppen in aller Welt. Es gibt Regierungen in Lateinamerika, die haben USA rausgeschmissen, weil die gesagt haben, die destabilisieren, die mobilisieren gegen unsere eigene Politik und zwar in einem großen Ausmaß. Weil in solchen Ländern kann man mit etlichen Millionen schon sehr viel bewirken. Ja, weil da hat das ganze Ministerium nicht so einen Etat. Wie dann NGOs kommen, die da wahnsinnig mobilisieren. Gleichzeitig muss man aufpassen, weil es gibt auch eigene Opposition, authentische Opposition, und die wird dann sehr schnell natürlich auch unterdrückt und da fangen dann auch die Probleme an. Ja? Und das verkompliziert die ganze Situation. Aber kollektive Sicherheitssystem heißt eben auch Offenlegung der wirklichen Arsenale, der Planungen und so weiter. Und heißt vor allem erstmal, heißt dann mittel- und langfristig, dass es natürlich gemeinsame Verteidigungsstrukturen gibt. Aber eben Verteidigungsstrukturen. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Bundeswehr zum Beispiel, das haben wir auch im Programm, strukturell nicht angriffsfähig wird. Und unter kollektivem Verteidigungssystem verstehen wir eben auch Verteidigungsstrukturen, aber nicht weltweite Interventionsstrukturen, so wie es die NATO mittlerweile aufgebaut hat. Also nicht Transportkapazitäten, die dann vor allem nach Übersee und was weiß ich wo gehen, sondern die wirklich auf Verteidigung ausgelegt sind, sollte Europa dann zum Beispiel angegriffen werden. Aber nicht, und das haben wir ja im Moment, unsere gesamten Fähigkeiten, die wir gerade aufbauen von der Bundeswehr, abgesehen davon, dass sie natürlich sagt, unsere Gewehre gehen nicht und das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht, ja, trotz Hitler und so weiter, haben die natürlich
natürlich alle, sind das alles Transportkapazitäten, die an Schaffung, sei es Drohnen, die A400 und was weiß ich, Airbus, ja, die ja auf Intervention ausgelegt sind. Und das wäre schon mal nicht das Ziel. Also es hieße natürlich auch einzusparen. Also ich jetzt als Mitglied der Friedensbewegung bin natürlich für Abschaffung der Armee. Ja, Abschaffung der Armee. Also das ist meine Position. Ja. Steht allerdings nicht im Wahlprogramm so drin. Aber der erste Schritt wäre ja eben Rückzug auf Verteidigungskapazitäten. Das wäre schon mal wichtig. Und Abrüstung der Vergrößern der Armeen, sondern Abrüsten der Armeen. Und die Rüstungsetats, also die wollen wir jetzt schon, dass 6 Milliarden im nächsten Etat gekürzt werden und dann jedes Jahr 10%. Und dass wir eben systematisch Abrüstungspolitik betreiben auf allen Ebenen und vor allem Abzug der Atomwaffen und dass wir eine neue Runde der atomaren Abrüstung einbringen. Auch das stacken wir ja. Und halt auch, genau, ich sage nur noch zwei Sachen kurz. Das eine war mit dem Leute sind resignieren, welche Macht gibt es überhaupt aus der NATO auszusteigen. Ich weiß natürlich, dass es gibt eine Ungleichzeitigkeit. Wir haben einerseits nach wie vor eine große Ablehnung in der Bevölkerung gegen die Militäreinsätze, ja, und die Rüstungsexporte und so weiter. Gleichzeitig können wir die Bevölkerung nicht so mobilisieren wie früher, dass sie sich zeigt und das auch sagt. Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen das für soziale Entwicklung. Ja, unser Schwimmbad schließt hier, aber ihr kauft jetzt für Milliarden lang neue Killerdrohnen. Ja, das ist halt ein Problem. Das ist eine Schwäche der Friedensbewegung. Wir machen ja auch einen Ostermarsch. Ja. Das ist der harte Kern, auch in Baden-Württemberg, ja, in Stuttgart und so weiter. Der harte Kern, der kommt. Junge Leute gibt es aber nicht so viel. Wir haben andere Themen. Ja, die sind viel in der Flüchtlingssolidarität und so weiter. Aber da ist es auch unsere Aufgabe zu sagen, dann schaut doch mal, was sind denn die Hauptfluchtursachen, ja, die bekämpft werden müssen. Das sind die Kriege. 60 Millionen Menschen auf der Flucht. Das sind natürlich mehrheitlich die Kriege, die die Menschen in die Flucht treiben. Ja, neben anderen Faktoren wie Armut und Klimawandel und so weiter. Und da sehe ich schon auch Chancen, die Themen mehr zu verbinden. Und die soziale Frage und die Friedensfrage, das ist die Aufgabe der Linken und das müssen wir besser machen, finde ich. Die müssen wir noch viel mehr koppeln. Das sind nämlich zwei Seiten einer Medaille. Ja? Und das, finde ich, können wir auch versuchen, mehr zu vermitteln und da auch versuchen, die Leute für die Idee der Abrüstung wirklich zu gewinnen. Und dann noch mit Russland, AfD, Le Pen und so weiter. Also über die konkrete Finanzierung von Le Pen wusste ich wirklich nichts. Ja. Dass Russland eben, sagen wir mal, etwas zu Gegenmaßnahmen greift und sagt, naja, die Feinde unserer Feinde sind unsere Freunde und die unterstützen wir. Ja. Das kann ich nachvollziehen, auch wenn ich es nicht für gut heiße. Weil ich bin natürlich dagegen, dass rechte Gruppierungen in Europa gestärkt und unterstützt werden. Aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, wie gesagt, die NATO finanziert in vielen Ländern auch teilweise zweifelhafte Gruppen. In der Ukraine haben wir neofaschistische Gruppen, die eng in Zusammenarbeit mit der Regierung finanziert, unterstützt, ausgerüstet werden. Da hatte die NATO und die USA gar keine Probleme, dass diese Gruppen da immer stärker werden. Und wir haben es mit den ganzen islamistischen Terrorgruppen, die gnadenlos für Regime-Change-Politik für Regime-Change-Politik aufgerüstet werden. Also deswegen meine ich da nur, David, ich, das habe ich auch im Interview gesagt, ich bewerte nicht die Innenpolitik Russlands. Das habe ich ja gesagt. Innenpolitisch haben wir auch andere Partner. Ja? Wir haben Kontakte zur kommunistischen Partei, wir haben Kontakte zur sozialistischen, soziales Russland und was auch immer, gibt es ganz andere Gruppen, mit denen wir uns näher fühlen, was antikapitalistische Fragen angeht. Putin ist ja kein Linker, aber in geostrategischen Fragen muss man, finde ich, Russland fairer beurteilen und kann nicht so einseitig eine antirussische Propaganda machen. Und ich meine, 27 Millionen Menschen haben ihr Leben verloren im Zweiten Weltkrieg und wir schaffen es kaum noch, den Tag der Befreiung irgendwie offiziell zu begehen. Ja? Das ist alles auf Schmalspur. Und das finde ich ein Unding. Und da finde ich auch eine Kehrtwende. Jetzt waren ja noch ein, zwei, drei Meldungen. Ja, sicherlich. Ich meine, es ist einfach schwierig,
von der linken Position aus im Gespräch mit Kollegen sich für diese ganze Friedenspolitik einzusetzen, Verständigung mit Russland, wenn über jeder Pegida-Demonstration Russland-Fältchen flattern. Und wenn man eben mit den Leuten, die aus Russland gekommen sind, redet, also ich habe selten so einen offenen Antisemitismus oder Schwulenfeindlichkeit oder sonst was es da so alles gibt an dunklen Gefühlen gehört, wie von russischen Kollegen. Und wobei, jetzt gibt es in Deutschland natürlich auch. Das Sie haben ja auch. Pegida angesprochen. Ich sitze in einem Bauboden, ich weiß, was es alles gibt. Ja. Aber mich beunruhigt das einfach. Ich würde lieber sehen, dass die Russen eben sozialistische Politik in Europa unterstützen, Friedenspolitik unterstützen, anstatt Parteien, wo man das Gefühl hat, die haben ja nur ein Ziel, Europa zu zersetzen. Mhm. Weil ich weiß jetzt nicht, ob Russland zum Beispiel Le Pen unterstützt, weil es sich irgendwie den ideologisch nahe fühlt oder weil sie einfach sehen, das wäre vielleicht eine Chance gewesen, Europa richtig in Schlinger zu bringen. Weil es ist ja knapp gewesen. Naja, es geht ja vor allem darum, dass zum Beispiel Le Pen halt ganz dezidiert sich gegen die Sanktionen gegen Russland ausgesprochen haben. Ja. Sanktionen, gegen die wir zum Beispiel. Ja, aber es ist eine faschistische Partei. Darum geht es ja, also ich verteidige jetzt nicht Le Pen, ich sage nur, was im Programm von Le Pen außenpolitisch zum Beispiel drinsteht. Und der Punkt ist doch, dass natürlich viele rechte Parteien, auch die AfD hier, die springt natürlich auch in dieses Vakuum, das leider die ganzen anderen Parteien auch hinterlassen haben, was das Verhältnis zu Russland angeht. Das ist doch eine Katastrophe. Sie finden heute kaum eine Partei, die nicht hier, außer vielleicht der Linken, aber die großen etablierten, die nicht gegen Russland schießen und ständig wirklich da mal massiv vorgehen im Bundestag. Ständig, da müssen wir mal die Debatten verfolgen. So einseitig, wenn man den Vorsitz des Auswärtigen Ausschusses, Katastrophe. Die Grünen, Katastrophe, das sind ja Russland-Hasser, ja? Die arbeiten sich da ab. Und das finde ich halt auch ein Problem, wenn es keine Kräfte mehr gibt der Verständigung und die SPD müsste das klassisch viel mehr machen. Und dann kann man auch in die Kritik kommen, aber das gilt ja auch für uns. Also ich meine, es kann nicht sein, dass wir nur bewerten, wie in Russland die Politik ist, es muss auch möglich sein, wie wird dann hier die Politik bewertet. Ja? Wichtig finde ich auf Augenhöhe. Wir brauchen Verhältnis auf Augenhöhe. Und das fehlt halt heute, wir haben eine Dominanzpolitik, eine Dominanz und aggressiv, also in meinen Augen, eine aggressive Dominanzpolitik des Westens, die dann auch, sagen wir mal, das Putin leicht macht, diese Karte zu geben, ja schaut doch mal her, für die Russlanddeutschen hier, die sind alle gegen euch. Das ist so, das ist ein Problem. Wir versuchen die Leute übrigens zu erreichen, wir hatten, meine letzten Sätze, ich muss nicht los, wir hatten vor 14 Tagen hatten wir ein deutsch-russisches Schachturnier, also von Abgeordneten, die gegeneinander im Bundestag gespielt haben, das haben wir organisiert. Da haben von allen Parteien Leute mitgemacht und haben gegen den ehemaligen Schachweltmeister Kaukow und andere von der Duma Schachturnier gemacht. Und das kam in den Medien kaum, aber war eine tolle Atmosphäre und war wirklich mal ein Zeichen zu sagen, wir setzen uns hier zusammen und bringen das Ganze mal auf eine andere Ebene. Also, das ist keine große Frage, es ist ein Glückwunsch. Also, ich habe das auch heute Abend gemerkt, die Frage kollektive Sicherheitspolitik, Einschätzung Russlands, das ist nicht so auf der Ebene noch der Absichtserklärung, ist relativ wenig konkret. KSZE ist lange her. Und ist auch, war ja schlussendlich, ist es auch auseinandergelaufen. Ja, aber die OSZE gibt es ja, aber sie müssen gestärkt werden. Das gibt es, aber die machen auch Sachen, die sektorisiert werden. Ja, entmilitarisiert werden und so weiter. Also ja. Nur von daher habe ich mich sehr gefreut, als jetzt aus vom Parteitag kam, das Staat in Vordergrund stellen, dieser Forderung nach Verbot der Auslandskampfeinsätze. Weil ich habe gedacht, also das muss wirklich groß aufs Plakat, weil das weiß so erstmal kaum jemand. Und das ist was, wo wirklich die ganze große Mehrheit dahinter steht. Ja. Genauso wie bei den Waffenexporten. Also das ist dann auf der taktischen Ebene und sehr konkret. Und da können ganz viele mitmachen. Nee, ja. Also das muss natürlich richtig ausgearbeitet werden, das ist klar. Aber wir haben auch
sehr viele, wir haben ein ganzes Programm gemacht, immer die OSZE, die auch sehr einseitig agiert teilweise, die ja auch dann mit Beobachterstatus und so ziemlich grenzwertig agiert hat. Ja. Das hieße aber Entmilitarisierung und da braucht es natürlich auch einen Willen der USA, die OSZE dann nicht teilweise als Spionagegremium und sonst wie zu missbrauchen. Ja. Nee, aber ich meine nur, aber das müssten wir durchsetzen. Das können, wenn Interesse wäre in Europa, könnten wir das durchsetzen und die OSZE reformieren, zivilisieren und auf dieser Grundlage ein neues Sicherheitssystem weiter ausbauen. Das wäre möglich, wenn der politische Wille da ist. Das ist eine Frage des politischen Willens. Aber die Bundesregierung derzeit ist auf die NATO ausgerichtet und dementsprechend ist die OSZE verkümmert die und wird dann nur so ein Instrument, wo die USA auch noch versucht, im Osten irgendwie ihre Interessen da durchzusetzen. Ich muss mich leider verabschieden. Ich bedanke mich für die interessante Diskussion und ich habe schon gesagt, ich komme wieder, vielleicht dass wir so eine öffentliche Sprechstunde oder Kundgebung machen, wo man nochmal ins Gespräch kommen kann. Ich muss mich leider den letzten Zug bringen, weil wir haben die Veranstaltung etwas eine Stunde verschoben und deshalb ist es jetzt so knapp und es tut mir total leid. Aber vielen Dank fürs Interesse und der David kann ja, ihr könnt ja noch ein bisschen weiter diskutieren. Das ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Danke. Wie bin ich das letzte Mal da gewesen? Also vielen Dank nochmal für